Da liegt doch Müll. Ja, die müssen wir aussaugen. So ein Unfug und wir beide fliehen noch raus. Und das ist unser letzter Job. Ich wette, wir bekommen kein Jobangebot mehr, wenn wir das noch verhauen. Ich bin leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe, Erik. Es geht nicht um meine Gefühle, es geht um unser Geld. Hier, nimm mich auf und geht es auf. Ja, ja. Ich soll das alles selber machen. Das auch getan. Ja. Ah, schauen wir mal, wie viel Uhr es ist. Wohlverdiente Mittagspause. Vasilius, ich glaube, wir haben uns eine kleine Auszeit verdient. Warte mal, das muss ich kurz überprüfen. Ja, du hast recht, wir haben Mittag. Alles gut? Wieso hast du so eine Uhr dabei? Ja, meine Armbanduhr ist kaputt gegangen. Deine Armbanduhr ist kaputt gegangen und deswegen nimmst du einen Wecker mit. Ja, natürlich, was denn sonst? Hättest du doch gleich eine ganze Kirche mitnehmen können. Ja. Komm, ja. Setzen wir uns hin. Ich hole schnell das Essen, okay? Und hol das Essen. Zur Tasche. Vergiss die Mülltonne aber nicht mitzubringen. Ach so, stimmt. Da bist du ja endlich. Ja, da bin ich ja endlich. Gut. Oh. Das macht mich fertig hier. Das glaube ich dir. Magst du einen Getränk? Ach, vielen Dank. Bitte schön. Glaubst du eigentlich auch, dass wir was Besseres verdient hätten? Ach ja, ich hätte nie gedacht, dass wir mal eine Bosse landen. Was haben wir nur für Routinen im Kopf gehabt? Wir sind doch auch nicht untüchtiger als andere Leute. Aber wir kommen niemals auf einen grünen Zweig. Das muss doch einmal anders werden. Dabei waren wir einmal nur so kurz davor. Aber ich sag dir, es liegt alles nur an unserer Bildung. Da hast du recht, Erik. Hätten wir damals anstelle einfach vom nächsten Geschäft zum nächsten Geschäft immer neu arbeiten und versucht, so früh wie möglich Geld zu sammeln. Und die Karriereleiter emporzusteigen. Hätten wir einfach die Schule machen müssen. Tja, wir haben sie nach der 9. Klasse wohl abgebrochen. Mit unserem Abschluss kriegt man heutzutage nichts mehr. Früher war das anders. Früher war alles viel einfacher. Ja, aber da siehst du ja, wo wir jetzt gelandet sind. Na, mitten in der Busse. Müllsammler. Das hätte ich nie gedacht, dass es uns mal passiert. Aber irgendwann muss es ja passieren. Da hast du recht. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht können wir bei unserer Firma uns hocharbeiten. Das stimmt. Ich habe gehört, Bauingenieur, das würde mich total reizen. Bauingenieur. Mit was für einem Abschluss möchtest du denn Bauingenieur werden? Wo immer ich sein mag. Wir könnten Millionen, Milliarden daraus machen. Tag und Nacht werde ich arbeiten. Keine Sekunde will ich ruhen. Solange mein rechter Arm die Kraft hat... Das ist deine linke Hand. Entschuldigung. Solange mein rechter Arm die Kraft hat, den Inflator zu halten und immer mehr Geld zu machen. Das ist ein schöner Traum. Das stimmt. Aber ob er in Erfüllung geht... Jetzt essen wir mal was. So. Hast du dir denn mitgenommen? Ich hab Donuts für uns mitgenommen. Ah, das ist sehr gut. Das
es nicht etwas viel, Vasilios? Danke. Na dann. Guten Appetit. Da sagt er was, Vasilios. Wir werden jetzt aufsteigen. Wir werden auf jeden Fall aufsteigen. Morgen kaufen wir uns einen schönen Anzug und dann geht's los. Auf jeden Fall. Danke fürs Ei. Bitte. Es geht schwer auf. Lass mich mal. Zeige ich dir. Ich muss mal nicht auf den Boden machen. Ja, alles gut. Vasilios, möchtest du mir damit etwas sagen? Nein. Hast du nur ein Ei abgekocht? Ich habe vergessen, das zweite zu kochen. Wie kann man vergessen, ein zweites Ei abzukochen? Ich war so verträumt heute Morgen. Naja, auf jeden Fall müssen wir gucken, wie wir uns die Karriere vorsteigen. Wir müssen gucken, dass wir einen besseren Job kriegen. Wir kriegen 600 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Unser Leben ist doch eh nur wie dieses Ei. Ja. Viel Potenzial. Doch. Sieh, was kann man damit machen, mit so einem kaputten Ei? Nix. Ich habe eine Idee. Deine Ideen. Die bringen uns doch nur alle in den Tod. Du kannst doch nicht mal ein Ei kochen. Aber wir können was essen. Ist der Mittag schon vorbei? Wie? Ist Mittag schon vorbei? Schau doch auf deine Uhr, die du mitgenommen hast. Die hängt da. Kannst du nicht auf deine Taschenuhr schauen? Wir hätten vor 10 Minuten anfangen müssen. Ja, dann müssen wir weitermachen. Dann nehmen wir uns die... Ach, was zu trinken war hier noch. Das war eins. Stoßen wir noch einmal an. Auf unsere glückliche Pause. Du. Wessen Haus ist das überhaupt eigentlich? Und der Bauingenieur Milchblech. Aber wenn er uns so sieht, wie wir nur faulenzen, ist es nicht schlecht für uns. Er ist ein Arbeitsschwein. Er arbeitet viel zu gerne. Also, los geht's. Wir haben noch viel vor. Da hast du recht. Komm mit. Stimmt. Lässt. Das holen wir später. Gut. Das interessiert ihn doch nicht. Na eben. Es muss sich ändern. Vasilios hatte recht. In diesem Loch zu sitzen. Was ist das hier? Wir haben nicht mal ein richtiges Bett. Ich schweige dann einen Tisch. Nicht mal ein richtiges Essen. Eine Idee. Vasilios hatte recht. Diesmal hat er recht. Man muss was verändern, man muss hart arbeiten. Ich habe eine Idee. Der wird sich freuen, wenn ich zurückkomme. Morgen. Ja, ich habe die Zeit vor. Heute hast du den Müll gefischt. Scheint so nicht da zu sein. Egal. Bleib mir Essen für mich. Die sind mir nicht gefallen. Warum? Hallo, Vasilios. Alles gut? Ja, habe hervorragende Neuigkeiten. Kann das hören? Wir können endlich aus diesem Loch verschwinden. Echt jetzt? Ja, du hast recht gehabt. Du musst nur hart an uns arbeiten, dann kommen wir raus. Und da wir ja keine Chance haben, einfach nur die ganze Zeit durch Arbeit, bleiben wir immer an derselben Stelle. Und du weißt doch, Lager machen, Leute. Auf jeden Fall. Hast du dir eine Feile besorgt? Ganz genau. Und Schau, ui. Ein Anzug in deiner Größe und für mich ist auch einer drin. In deiner Größe? In meiner Größe. Ja, perfekt. Endlich, wir könnten mal was ausbrechen. Weißt du, ich habe ein
ganz guten Plan. Erzähl. Was ist? Was ist? Es ist Stenkern, das darfst du niemandem sagen. Du weißt doch, dass das zurzeit. Du hast das Recht mit einem Bauingenieur. Mhm. Und wir sind doch passende Bauingenieure. Geben uns einfach als Bauingenieure aus. Mit den neuen Anzügen. Niemand weiß doch, wer wir sind. Das würde gehen, nur ein paar Laut bei der Schreibmaschine was fälschen. Mhm. Aber da gibt's ein Problem. Ja. Es braucht dich da doch keine Bauingenieure im Moment. Oh, hab ich nicht daran gedacht. Stimmt. Ja. Ich hätte da aber schon eine Idee. Eine Idee? Ganz eine gute sogar. Wir dann schieß mal los. Es haben sie um Streichholz und Häuser. Wir zünden die unsere alte Lagerhalle an. Dann haben wir genug Bauorte für alle. Unsere alte Lagerhalle? Ja. Vielleicht können wir eines Tages durch damit erreichen. Aber was bringt das, wenn wir unsere alte Lagerhalle anzünden? Naja, dann muss eine neue gebaut werden. Und vielleicht noch mehr. Wenn noch mehr brennt, dann müssen wir noch mehr und so weiter. Du bist ein Genie. Und dann müssen sie ja die neuen Baustandards. Wir können das einfach so fälschen, dass wir die neuen Baustandards einfach fälschen. Genau! Wir müssen halt beweisen, dass wir das sind. Dass wir sie angezogen haben. Mit den Anzügen hier. Kein Problem. Kein Problem. Was denn hier? Das sind ja noble Anzüge. Ah, das Brecher hast du genommen, um eine Taschenbänder zu tragen. Ja, ganz genau. Das war ja so schwer. Ja. Das verstehe ich schon, dass man die Brecher ist. Wenn die Anzüge so schwer sind, dann muss man ja einen Brecher essen. Ganz genau. Stimmt, das richtig. Und wir anfangen? Wir scheiden sofort zur Tat. Stimmt. Wir können auf unser Haus leben. Auf unser Leben. Wir können unser Haus bauen. Eben. Aber niemand darf davon erfahren. Was passiert, wenn jemand davon mitbekommt? Dieser Keller gehört uns und hier kann keiner zuhören. Okay. Dann. Auch wenn es so ein Anbau ist. Dann in der Nacht schleichen wir uns raus. Ich würde sagen, Montagmorgen 3 Uhr. Okay. Wo fälschen wir unsere Papiere? Ich habe ein Schreibmaschinenprogramm da hinten. Das können wir auf der Schreibmaschine tippen. Ich habe einen Stempel von der Firma. Ich kann das Siegel fälschen. Sehr gut. Ja. Es ist gut. Halt uns doch irgendjemand. Ich lehre ihn auf. Warte, probier's noch mal ehrlich. Perfekt. Achso. So. Es geht los. Auf unser neues Leben. Auf unser neues Leben. Mit der rechten Hand. Mit der rechten Hand. Genau. Vasilios! Was ist los? Das geht gar nicht. Was geht? Wir müssen die Lagerhalle anziehen. Was soll ich denn? Was? Ja. Ah ja, stimmt. Das ist ja voll stimmt. Komm, mit. Mitkommen. Psst. Sei leise, Vasilios. Gleich haben wir es soweit. Ja. Hast du das gesamte Öl verteilt? Natürlich. Okay, gut. Ich hab dir doch gesagt, du sollst gute Streichhölzer also holen, was ich weiß. Ja, Entschuldigung. Psst. Ja, leise, leise. Schnell. Ja, zünd schon an. Oh, Vasilios, das klappt nicht. Sie sind gleich da. Vasilios, hast du andere? Schnell. Ja, hier. Ich hab ihn gefunden. Sei aber vorsichtig. Nein, das muss ich schnell. Leise. Thank you.
guten Tag, Herr. Milchbrecht. Wer seid ihr eigentlich? Habe ich hereingesagt? Wir sind die neuen beauftragten Bauingenieure. Wir haben gehört, schreckliche Neuigkeiten sind passiert. Ja, die Fabrik ist abgebrannt. Das ist aber traurig. Mhm. Zum Glück haben wir zwei erst neulich das Studium abgeschlossen und deswegen sind wir perfekt dafür. Wir sind wirklich perfekt. Herr Milchbrecht, Sie brauchen sich gar keine Sorgen zu machen. Wenn die Maus aus dem Haus ist, tanzen die Katzen auf dem Tisch herum und alles ganz schön. Genau. Wie er schon sagt, wir werden die Lagerhalle in 0,0 fertig machen. Richtig. Ah, setz euch da drüben hin. Ah, jetzt sind sie. Okay, passt. Machen wir natürlich. Wie seid ihr überhaupt zu diesem Beruf gekommen? Ja, wie wir zu diesem Beruf gekommen sind, Herr Milchbrecht, ganz einfach. Wir sind zwei sehr ambitionierte Menschen. Da hat er vollkommen recht. Was meinen Sie damit? Wo habt ihr überhaupt studiert, ihr beiden? Unsere Abschlüsse, wir haben sie im Ausland gemacht. Richtig. Da waren wir in Norwegen und Finnland. Ganz da haben wir zu zwei Ländern erfolgreiche Abschlüsse gemacht. Mhm. Auf Cambridge waren wir auch. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid genau die richtigen Idioten. Die richtigen Angestellten für diesen Job auf jeden Fall. Ich stelle euch beide sofort in meine Fabrik ein. Nur über die richtigen Sachen mal zu sprechen. Sie brauchen ja Bauingenieure. Wie sieht es denn mit dem Gehalt aus? Wie viel würden wir denn bekommen? Das Gehalt? Ja, es wird 6.000. So viel? Sind das 6.000 im Monat? Netto oder brutto? Ja, man, immer brutto. Stimmt. Entschuldigen Sie. Er schmeckt doch nur zu Scherzen. Das stimmt. Ja, 6.000 brutto, das ist... Das mal zwei. Sind wir erreicht? Ja. Wo müssen wir unterzeichnen? Komm mal her! Unterschreiben den Vertrag, den habe ich mir schon fertig. Okay. Haben Sie auch einen Stift oder was? Ich habe schon einen Stift. Das ist sehr gut. Geh mal rüber. Okay, gut. Der schönste Gedanke. Es ist aber reichlich spät. Gedanke. Vasilius, was soll der gesamte Gesang? Entschuldigung. Was machst du da mit dem Bauplan? Ich schaue im Bauplan nach, wie das verlammerte Fenster aufgeht. Was soll der Plan für die Dusche sein? Schwieriger als gedacht, sage ich dir. Was ist es, Alter? Darf nicht ausgehen, dass wir ein, zwei mega Volldeppen sind. Wir haben doch nicht einen Hauptschulabschluss. Wenn der das Krieg ausgeht, dann sind wir erledigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Von den alten Bauplänen, ich weiß gar nicht, was sie sagen sollen. Ich weiß es auch nicht. Was sind das hier für Striche? Ja. Außerdem, der Peter in der Lohnabrechnung. Ja. Hast du so eine kleine Karte da? Hier. Ah, danke schön. Außerdem möchte ich dir sagen, dass dein Konto 600 Euro überzogen wurde. Das ist tatsächlich zu weit. Dasselbe ist schon letzten Monat passiert. Letzten Monat auch? Das geht nicht so. Glaubst du nicht, Bech hat was rausgefunden? Der hat irgendwas gegen uns. 100.000-prozentig. Bloß was, das müssen wir herausfinden. Der hat... Glaubst du, dass der in den ganzen Verarschen steckt? Keine Ahnung. Aber wir stecken doch auch mit in den Schlamassel drin. Ja, dass es hinten rauskommt, dass wir die Tür gestern und die Halle angezündet haben. Das kann bis zu 30 Jahre Gefängnis bedeuten. Das stimmt. Und 30 Jahre im Haus, das will ich nicht sitzen. Dann heißt es Steine klopfen. Und das ist schlimmer als Müll aufkehren. Hörst du auch Müll weggehoben? Ständig. Der labert den ganzen Tag nur Müll. Jetzt musst du ja erstmal hier die Baupläne anschauen. Ist ja noch genügend Sachen zu tun. Ja. Was glaubst du, das ist das? Ist da. Das ist da. Ja, genau.
Jetzt guck doch mal Tomaten. Soll ich dir auch welche mitbringen, Erik? Hä? Warum antwortet er nicht? Naja, ich suche ihn einfach mal. Okay, dann gehe ich mal zu ihm hin und... Ey, was riecht denn hier so? Ach so. Das ist der Fisch. Der riecht nach Salzwasser. Egal. Leckere Tomaten. Wer zur Hölle sind Sie denn? Guten Tag, mein Name ist Polizeiinspektor Thorsten Klebrig. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, aber gut. Ach, ich investigiere den Brand der Fabrikhalle. Nein. Wie Sie ja wissen, ist das gesamte Gelände ja abgepackt. Mhm. Und da Sie ja der Bauingenieur sind, müssten Sie ja etwas davon wissen. Bitte erzählen Sie mir alle Umstände und Details. So wie möchte ich alle Baupläne sehen, die können Sie mir bitte bis zum 10. in meinem Büro sehen. Das ist so lustig, wenn ich fragen darf. Ja, du hast in meinem Kopf. Es ist schwierig. Es war so. Es war an einem Montag, so richtig himmelblau. Mein Freund war schon seit Sonntag wieder Himmel ganz genau. Entschuldigung, ich bin ganz nervös. Warum sind Sie denn so nervös? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wer weiß, ist die Katze da? Wie dem auch sei. Wenn Sie irgendwelche weiteren Hinweise haben, gehen Sie an mich. Ist das verstanden? Verstanden, Herr Klebrig. Sehr gut. Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Hoffentlich. Vasilios. Woher weiß er eigentlich meinen Namen? Du, Erik? Mhm. Hallo? Nerv mich nicht wieder mit dem Bauplänen. Nein, das haben Sie was. Verstanden. Nein, das haben wir alles schon gehört. Jetzt haben Sie was ganz anderes, mein Freund. Und was? Es war zum Polizist bei mir. Thorsten Klebrig. Was man wollte, weiß ich nicht. Er wollte. Was hat er gesagt? Er wollte wissen, wer die Scheune angezündet hat, wer die Lagerhalle komplett abgebrannt. Der will ja wissen, wer das war. Und ich weiß nicht, aber. Was ist, wenn wir Spuren hinterlegt haben? Scheiße. Oh, Scheiße. Was soll ich denn tun? Was ist, wenn hier auf die Schliche kommt, dass. Sie können das mit DNA dafür machen. Wir müssen was tun. Wir müssen fliehen. Wir müssen wegfahren. Gesundheit. Lass uns in eine andere Straße ziehen. So finden Sie uns nicht. In eine andere Straße. Wir müssen uns Geld besorgen und in ein anderes Land fliehen. Aber du hast doch gar kein Geld. Du hast dir dein Konto überzogen. Ich weiß. Hätten wir nicht so tollen Anzug gekauft. Wir haben die doch nicht gekauft. Wir haben die geklaut. Nein, wie gut, dass wir die Anzüge haben. Komm mit, schnell. Ich habe eine Idee. Ich habe eine geile Idee. Ich sag dir, die Anzüge sind teuer. Und wenn wir die los haben, haben wir mehrere hundert Euro. Das müsste eigentlich gehen. Guten Tag, mein lieber Herr. Guten Tag, mein lieber Herr. Wie Sie sehen, dass wir in Not sind. Und deswegen möchten wir uns. Deswegen möchten wir meine Sätze ausgehen lassen. Natürlich. Wir möchten unsere Anzüge verkaufen. Mhm. Damit wir etwas Geld bekommen. Was glauben Sie, wie viel die wert werden? Heißt das 600 oder? Ah ja, okay. Silius? Siehst du, der geht gerade nach hinten. Zum Telefon. Ich glaube, ich weiß, woher der Mittelkampf vorkommt. Woher denn? Das ist der Laden, aus dem ich die Anzüge habe. Lass mich doch mal rufen! Willkommen bei der Schönen Kreditbank.
Gute alte Bank. Hallo, Mr. Wimberley. Hallo. Hallo, Mr. Wimberley. Ja. Es handelt um Folgendes. Ich würde gerne wieder 5.000 Euro vom Vasilios Tsimas Konto abbuchen. Das ist doch schon immer nichts getan. Danke, recht. Der Fabrikbrand war das Beste, was uns hat passieren können. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ja, aber die ganzen Wiederaufbaukosten habe ich einfach mit 50% mehr berechnet. Die können wir aufteilen. Du bekommst 10, ich bekomme 40. Perfekt, mein Freund. Schäbel, du bist super. Ja, ich weiß. Genau, denn... Man sagt immer, dass die Bank böse ist. Nein, die Bank ist nicht böse. Das ist eine sehr gute Bank, verstehst du? Mhm. Und jetzt überlegen wir mal, was... Wir müssen das den beiden in die Schuhe schieben. Was ist los? Ich weiß nicht. Also Puste. Hast du Puste? Ja. Oh. Wir müssen schleunigst an Geld kommen. Das stimmt. Da ist die Bank. Die Bank. Geh du schon mal zurück zur Arbeit. Ich schau mal, was da. Besser, ich pack schon mal die Sachen. Pack die Sachen und ich hol dabei unser restliches Geld. Okay. Danke. Bitte. Ach, Moment. Ja, ja. Hier geht's lang. Hier. Wenn die das waren. Die beiden müssen es haben. Ich glaube, dass du die noch aufstarten sollst, das ist ja weißt. Das bedeutet, du bekommst mehr Geld. Ja gut. Das sind zwei ganz abgefuckte Burschen. So blöd wie die kann doch keiner sein. Nein. Ich mache jede Wette, dass die zusammengetan haben mit der Polizei. Die haben sich zusammengetan mit der Polizei. Ja, ich gebe jede Wette darauf. Ja. Die Polizei kann mir nichts machen. Das stimmt! Die kann sich doch eh schon in 50 Ländern. Eben! Ja, eben! Was sollen die uns beide schon tun, Schäbel? Das, dir wird nichts passieren. So, dann wir mal. Sch. Ich kenne doch die Stimme. Das ist nicht blech. Das Bankkonto wird nun über 80% überzogen vom Vasilios Tsimas. Das ist doch. Das werden wir nun machen. Und das Gute ist, für mich kommen noch 10 Cent drauf. Ja, perfekt. Du Schäbel, ich muss gehen, wir haben schon fast 12. Dann viel Erfolg noch. Dankeschön, man sieht sich. Ruhe, komm, schnell rum. Das muss ich sofort, sofort ehrlich sagen. Genau. Und ende den Idioten einen schönen Gruß. Aber sicher doch. Bis dann. Bis dann. Was das ist überhaupt nicht nötig. Nein, wir fliehen. Wir, noch mal zu. Wir haben keine Zeit, um Späße zu machen. Ja, also jetzt. Pack meine Adresse! Der Milchblech hat mit einem Bankberater geredet, habe ich belauscht, das Gespräch, und die haben gesagt, dass sie mein ganzes Konto gepfändet haben. Illegal! Aber illegal! Das ist doch verboten. Ja, verboten ist ja illegal. Und jetzt? Aber trotzdem, wir haben ja die Firma angezündet. Die Polizei wird es herausfinden und dann sind wir geliefert. Da müssen wir uns stellen. Das hilft nichts. Aber das sind 30 Jahre Gefängnis. Wenn wir uns stellen, gibt es weniger Haft. Aber dann noch mehr Betrug als Betrüger? Ja. Ja, irgendwie wird das schon wert, aber wie gesagt, wir müssen nicht abhauen. Wir können hier bleiben. Aber dann noch im Gefängnis. Das ist doch nicht das, wo wir hinwollen. Möchtest du täglich Steine klopfen? Nein. Moment, mir fällt ja was ein. Hör mir doch mal zu. Milchblech wollte um 12.40 Uhr. Es ist ja in 5 Minuten. Ja, und was ist dein Plan? Wir gehen zur Firma, holen die Polizei und sagen das mit Milchblech, was er getan hat. Wir haben den Beweis. Ich habe die Kontoauszüge mitgenommen. Kontoauszüge? Ja, und die hat Milchblech abgehoben. Milchblech hat doch das gemacht, mein Gott. Also du möchtest Milchblech anhängen, dass er die Firma angezündet hat? Na, vielleicht klappt's ja. Ich weiß aber ja nicht. Aber wenn es schief geht, dann sind wir sowas von fertig. Ja. Augen zu und durch, Risiko ist Risiko.
dauert das so lange? Hallo, mein Name ist Vasilis Zymas. Ist Thorsten Klebrig zum Polizeikommissar zu sprechen? Ist noch da? Perfekt. Dann geben Sie mir bitte schnell. Es muss jetzt schnell gehen. Hallo Herr Klebrig, entschuldigen, dass ich so nervös bin, aber Sie kennen mich doch bestimmt noch von unserem Gespräch letztes wegen der Brandanlage. Ich glaube, ich weiß, wer der Täter ist. Ja, genau. Und das wollen wir jetzt herausfinden. Kommt am besten schnell in die Firma. Vom Milchblech, okay? Wir hören uns gleich, okay? Danke, ciao. Erik, ich habe die Polizei gerufen, die kommt rein in die Firma. Die Polizei? Ja, wir müssen Milchblech irgendwie loswerden. Das ist gut. Hast du die Kontoauszüge? Die habe ich. Das ist gut. Können wir sagen einfach, dass vielleicht finden die Polizei noch mehr, vielleicht ist es eine ganze Betrugsmasche. Das kann sein. Ich habe außerdem in die Firmenbücher geschaut. So viele Gelder fließen einfach ins Nix. Wer gibt, dem wird gegeben. Das musst du doch auch der Polizei sagen, wenn die kommt. Das mache ich auch. Ich glaube, ich kann nicht zur Polizei kommen. Du, ich glaube, die ist schon da. Steck die unter den Tisch am besten. Ich gehe einfach wieder nach Hause. Weißt du, vielleicht suchen die mich noch wegen den Ladendiebstahl, wegen den Anzügen. Vielleicht sehen sie mein Gesicht und sagen dann, den können wir doch. Entweder schon, also mach schnell. Ich muss jetzt dem Polizist die Tür aufmachen. Ja, ja. Hallo, Herr Klebrig. Na, guten Tag. Kommen Sie mit. Sie haben mich gerufen. Ja, es ist was ganz Wichtiges. Es ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Wichtig. Natürlich. Haben Sie neue Beweise herausgefunden? Ja, habe ich. Ich habe mitbekommen, Milchblech. Der Chef. Der Chef. Der hat mein ganzes Konto verarscht. Wie verarscht Ihr Konto? Konto ist doch keine Person. Nee, aber er hat trotzdem mein Konto gepfändet, unerlaubt, ohne meine Einverständnis. Ich habe Konto. Herzlichen Dank. Alle Kontoauszüge schwarz auf weiß. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal die ganzen Filmsachen an. Hier der komplette Ordner schwarz auf weiß. Ja. Das sind sehr schöne Dokumente. Was sagen Sie dazu? Was ich dazu sage, ist, dass ich das nicht verstehe. Das ist ja abgebucht am 16. Ja, ich weiß, dass das geht. Was ich damit meinen wollte, ist, dass ich nicht verstehe, wohin das Geld der Firma hinfloss. Das hat doch... Das hat was mit Betrug zu tun, ganz genau. Genau. Wir werden diese Dokumente mitnehmen und als Beweis sicherstellen. Das ist super. Zum Thema Brand, wissen Sie da irgendwas Neues? Nein, der Brand, der war am 29. Das März weiß ich 1932. Doch, aber wissen Sie schon, wer es sein hätte können? Natürlich. Milchblech selber. Der hat die Versicherung betrügen. Versicherungsbetrug, genau. Der hat doch versucht, er wollte den Firma in Brand stecken. Am 29. März 1932 war das, also vor 4 Wochen. Und deswegen wollte er einen Betrug machen. Betrug? Ja, mit den ganzen Dokumenten, die ich hier vorhabe. Kann das wahrhaftig auch so sein? Ja. Wissen Sie, wo der Herr Milchblech steckt? Wir müssen ihn sofortig in Untersuchungshaft packen. Er ist seit dem 1. Mai 1932 irgendwo in... Was ist sie daheim? Was ist daheim? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal nachschauen. Nachschauen. Nun, bitte weisen Sie mich zu Ihrem... In Ordnung. ...Chef. Folgen Sie mir, ich fahre den Wagen. Ja, 70 Kilo. Juhu, ich bin Meister im Gewichtstemmen und in Geldklauen. In Geldklauen bin ich auch Meister. Genau wie in Gewichterheben. Ja, herein. Öffnen Sie bitte die Tür. Was? Öffnen Sie bitte die Tür. Ich kann nicht, ich trainiere hier gerade. Sie können. Polizeiinspektor. Ach so? Und was wollen Sie von mir?
möchte sie aufhören zu trainieren. Oh. Sie sind hiermit vorläufig festgenommen. Wegen was? Sie wissen ganz genau warum. Ich weiß wegen gar nichts. Was ist denn los? Sie wissen ganz genau, was los ist. Ich habe mir die ganzen Firmendokumente angeschaut. Das sind sehr viele Zeugenaussagen gegen Sie. Sie haben das Recht, jetzt zu schweigen und in der Untersuchungshaft dann einen Anwalt zu besorgen. Bitte kommen Sie mit. Ich lasse mich nicht festnehmen. Müssen Sie aber. Das ganze Haus ist umstellt von Polizisten. Was glauben Sie, was Sie machen, wenn Sie sich nicht ergeben? Okay. Da haben Sie nur Ihr Recht gehabt. Bitte kommen Sie mit. Schön. Ich lasse mich doch nicht von einem Bullen vorschreiben, wie ich zu laufen habe. Sehr wohl haben Sie das. Ich habe gar nichts gemacht. Wir sehen. Komm. Kann ich Sie nicht mal meinen Hut holen? Wer war... Hä? Was macht ihr zwei hier? Stehen geblieben. Was machen die zwei Trotteln? Die sind bei der Firma angestellt. Ja. Die haben mein ganzes Leben kaputt gemacht. Scheinbar haben Sie Ihr Leben kaputt gemacht. Nein. Hätten Sie die Firma nicht angezündet? Ich habe doch niemanden angezündet. Versicherungsbetrug. Na, das, wer sagt denn so? Wer war der richtige Täter? Hä? Sagt es doch. Der da. Oh, Entschuldigung. Der da. Oh, so eine Lüge. Na, warte dir. Der war das. Der war das. Ich doch eh schon ab. Ja, okay, ja. Oder muss ich Verstärkung holen? Aus da. Nächstes Mal schlägst du mich nicht mehr. Du blamierst uns doch noch vor allem. Tut mir leid. Vasilios. Ja, mein lieber Erik. Hab doch gesagt, dass wir es schaffen. Und noch sogar viel besser. Ein Brief von der obersten Firmenleitung. Das wir bekommen den Posten von Blutflecht. Echt? Da steht hier sogar schwarz auf weiß. 15.000 Euro brutto. Monatlich. Mein lieber Freund, wir haben das ganze Leben aufgesorgt. Mhm. Und da sieht man doch mal wieder. Selbst so ein Abschluss. Man muss doch Köpfchen, Mut und Können haben, um was das zu erreichen. Das stimmt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir Milchblech-Verhandlungen anschauen. Lieber nicht, oder? Nein. Der Milchblech, weißt du, Vasilios, ich sag dir mal, saure Milch muss man einfach wegschütten. Das stimmt. Aber, Vasilios, was glaubst du, wie lange dauert seine Haft? Das wird sehr, sehr, sehr lange, lange dauern. Thank you.